Und weiter gehen wir. Ich wollte eigentlich gerade in die Arena reingehen, aber ich hole mir doch noch ein paar Sachen hier. Kann gar nicht schaden. Okay, wie viel Beleber haben wir denn? 5. Okay, Hypertränke haben wir. Okay. Ich glaube, dann kaufe ich erstmal ein paar Beleber. Das mag vielleicht am wichtigsten sein. Im Part davor hatten wir einen Epic Win mit Todesblock gehabt und auch ordentlich reingehauen durch Dream Psyche. Erstmal ein Lob an die beiden. Gut gemacht. Gut gemacht. Nice. Wir sind hier in der vergessenen und ausgelassenen 6. Arena. Sabrina heißt sie, gell? Keine Ahnung, ich verwechsel die immer gerne. Ich würde sagen, ich kill alle Trainer einfach hier drinnen. Fuck. Boah, das war gerade epic verschlucking. Ich esse immer noch meine coole Rahmensuppe. Wie teuer ist das Metronom blockiert? Super. Hardcore geil. Todesblock wechseln und hoffen, dass er diesmal die Arena heil lässt. Aber Eisbär. Okay, nicht effektiv. Zweimal getroffen. Ist schon ein bisschen besser, nicht? Schon ein bisschen besser. Ja, brav. Ich würde sagen, wieder Dream Psyche. Nein, nicht. Maximilian. Ja, okay. Aber dafür die Hälfte abgezogen. Nice. Wir sind ja auch 10 Level höher, was soll man sagen, nicht? Ja, du setzt nichts aus. Du setzt dich selber jetzt aus. Vierte Sache, Hyperzahn. Vierte Sache, Dream Psyche. Lamos kannst du auch noch killen, dieses kleine hässliche fette Ding. Nein, mein Lamos ist chillig. Gibt ja nämlich auch ein paar Lamos-Fans hier, nicht wahr, Neidi? Aquaknarre. Ja, okay. Komm schon, Dream Psyche, das packst du doch. Das packst du doch. Sag ich doch. Und wenn du es noch killst, was du nicht tust. Komm schon, Dream Psyche, noch ein Hyperstrahl. Wunschtraum. Wenn ihr es überlebt, bin ich stolz. Dann sparst du mir wenigstens einen Hyper dran. Amnesie, okay, erhöht ein bisschen Spezialverteidigung und so. Cool, fette Sache. Und noch Wunschtraum-KP dazu. Geiler Typ. Hardcore geil. Mhm. Nett. Hauptsache, es verletzt sich selber. Solange es mich nicht angreift, ist cool. Ja, Rückentzug, toll. Mach's mal beim letzten Pokémon, Rückentzug. Dumbass. Und Steinhagel, coole Sache. Perfekt. Gut gemacht, Dream Psyche. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht hier. Renn einfach mal hier durch, kill noch den hier. Der hat sogar scheiß 4 Pokémon, er leckt mich am Arsch. Komm schon, Dream Psyche! Walzer, geil, kann ich wieder das ganze Tier damit weghauen. Ja, und er erhöht Verteidigung. Komm, ich hau dich weg. Ich hau Fleckmann auch noch mit weg, komm her. Komm schon. Ja, ja, Attacke Seher hin, Attacke Seher her. Bam, in dein Gesicht reingekackt. Komm, Pantimos. Na, jetzt Walzer zu Ende. Toll. Hm. Wir machen hier also sinnloses Verteidigungserhöhen. Aber Dream Psyche haut mit einem fetten Megakick rein. Pantimos setzt Zauberblatt ein. Was immer trifft. Aber wir kommen mit einer fetten Nadelrakete. Was sehr effektiv ist, aber es leider nicht killt. Dafür kommen wir mit einer Bauchtrommel, die nicht gehen kann, weil wir weniger als die Hälfte unseres Lebens haben. Voltackle, du krankes Arschloch. Komm, Kadabra killst du auch noch. Ja, ja, komm her, Dream Psyche, packst du, Mann.
Fauna-Statue. Geiler Typ, ey. Killt er den einfach mit einem Baum. Und Dreamstalker Recht Level 44. Mom, ich esse noch die Suppe zu Ende. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Ich sag dir, doch. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Habe ich gerade wirklich Todesblock einen Hypertrank gegeben, obwohl das nicht nötig hat? Ja, okay. Ja, gehen wir mal hier lang. Wenn jemand den Weg kennt, schreibt mir einfach, ja? Private Nachricht. So, super schön gegessen hier. Lamus hat da nur eine fette Sache. Versuch mal Wasser zu verbrennen. Ja, aber Zermalmklaue geht daneben, gell? Ja, ja. Oh, Klingensturm oder was? Geiler Typ. Guck dir den mal an. Kacke, wenn das noch länger so dauert, mach ich mir gleich Nutella-Brot. Toxin, cool. Toxin ist immer gut. Toxin ist immer geil, ohne Spaß. Toxin ist einfach Hammer. Wenn ich jetzt noch so eine geile Attacke mache, die noch was ab... Ey, ich glaube, das Eis ist Kälte bis jetzt... Oder irgendeine K.O.-Attacke bis jetzt noch nie getroffen hat, oder? Aber wenn mal eine trifft, ey, dann kommt der Boom. Das wird epic. Das kommt dann in the... most epic moments von diesem Let's Play hier. Am Platz 1 die Eiseskälte, die getroffen hat. Geil! Aber ich wette mit euch in der Liga, da kick ich die alle weg, nur mit Eiseskälte und Hornbohrer und Guillotine und Geofissur und alles so ein Kack. Ja, ja. Die Sprüche kennen wir alle. Exorzistin Amanda. Komm, so ein scheiß Gasding kannst du doch killen. Ja. Kung-Fu-Strahl, hau ab mit Kung-Fu-Strahl. Das macht Dream Psych nix. Siehst du? Ja, das hat er nur gemacht, um sofort zu täuschen. Nicht, siehst du? Nicht mehr verwirrt. Ja, komm. Der killt dich eh nicht. Keine Sorge. Siehst du, der hilft sich selber. Der kann sich verarzten, der hat Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Mein Dream Psych. Warum hast du so Angst? Ich kill dich eh nicht mit einem Schlag. Siehst du, ich kill mich eher selber. Siehst du? Der hilft dir. Guck, Dreamstack ist tot. Okay, das heißt, Todesblock kommt rein. Konfu-Strahl. Weißt du, wir sitzen einfach jetzt schon fast 2 Minuten in so einer scheiß Gaswolke. Die Schiss hat umgebracht zu werden, deswegen den anderen auch mitgerissen haben will. Aber Todesblock haut rein mit einer Blitzkanone, die so radikal trifft und es doch killt und wir auch mitsterben. Von daher sind es 2 Epic Kills. Nein, mit Nebulak 3 Epic Kills innerhalb von 2,5 Minuten. Leck mich am Arsch. Aber Fotofixi packt es schon gegen Alpollo. Alpollo. Aber wir sind schneller als Alpollo. Geeisenabwehr. Komm weh, der macht jetzt Konfu-Strahl. Wetten, der macht jetzt auch so Abgangsbund-Shit oder so. Finsterfaust. Komm, hau rein, Fotofixi. Weißt du, der eine ist so dumm, macht Kampfattacke, danach macht er eine normale Attacke, dann macht er Giftattacke und der macht auch wieder normale Attacke. Ah. Das zieht den nix ab, falls ihr es nicht wusstet. Gähner. So was ist gut. Weißt du, bekommt er seine eigenen scheiß Schlafattacken gegen sich selbst, die er immer einsetzt. Cool, Fotofixi. Notsituation, das schlug fehl. Warum wohl? Weil er weniger Leben hat als du. Hauptsache, der pennt, dieser scheiß Penner. Komm, Metronom, setz Fotofixi ein. Komm, Fotofixi, setz Metronom ein. Ja, verwirrt. Alter Schwede. Wie lange kann man verwirrt sein, Mann? Du musst doch mal dich dran gewöhnen. Dankeschön. Synthese, gut gemacht, Fotofixi.
Gut, einer der wenigen Dinge, die du richtig gemacht hast. Komm, jetzt kill es doch endlich mal. Dankeschön. Dankeschön, mein Freund. Ja, komm, fast Level 45. Wusner is the greatest. Wir können Todesblock heilen. Und Dreamsalk heilen. Haben wir irgendwo noch einen normalen Trank oder so? Ja. Ah, komm, fuck drauf. Wir nehmen einfach diese coolen Hypertränke hier. Die brauche ich ja sowieso keine Sau. Außer jemand außer Fotofixi. Den habe ich noch nicht gekillt. Ich sehe es jetzt schon. Es gibt wieder sinnloses Rumirren, weil ich einfach die scheiß Arenaleiterin nicht finde. Wenn es nach mir ging, ich würde nach Sinnoh gehen. Vom Untergrundmann mit dem Einwegbohrer klauen und einfach hier so ein scheiß Loch durch die Dreckswand durchbohren. Mich da zur Arenaleiterin durchbohren. Wahrscheinlich komme ich dann so von hinten so flatsch so schön durch den Rücken durch. Nein, nein, wir denken nicht an Hostel oder so ein Kack. Turbo-Tempo, geiler Arsch. Stell euch mal vor, so ein Ameisenbär, der so hardcore mit 350 km pro Stunde so losrennt und so eine Mimose so pow, so richtig in die Fresse haut. Einfach mal einmal bitte vorstellen. So. Pow! In your face! Komm schon. Explosion. Weißt du, Dreamsack, ich mag es ja, wenn du gerne gute Attacken machst. Und ich weiß, du willst auch gerne im Mittelpunkt stehen, aber das ist Todesblocks Aufgabe, okay? Explosion? Auch an Mad Dog weiblich, weiblich. Auch an dich gerichtet. Explosion ist Todesblocks Shit, okay? Dreamsack, dein Shit ist es einfach, dann reinzuhauen, wenn ich es nicht erwarte oder wenn ich es nicht will. Und Mad Dog, dein Shit ist es einfach, reinzuhauen. Du bist dafür geboren worden, reinzuhauen, okay? Okay. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Ja, ich bin zäh. Dankeschön für das Kompliment. Und deine Pokémon müssen krank sein einfach. Dass du allein in einem Raum mit einer weißen Fahne durch die Gegend wedelst und rumschreist. Siehst du, dein Pokémon ist schon krank. Das setzt so Voodoo-Zauber ein und verwirrt mich. Alter, Wetten, der macht Nachtnebel. Okay, doch nicht sein Abgangsbund. Shit, nicht mehr verwirrt. Siehst du, Dreamsalk, das ist Dreamsalk. Erst ist er verwirrt, dann nicht mehr. Und dann macht der Attack, die nichts abziehen, um so vorzutäuschen. Dann haut er rein mit sowas. Siehst du? Nicht sehr effektiv. So muss es gehen. Guck, Volltreffer und Dreamsalk ist wieder tot. Okay. Ein Ameisenbär mit einer Schattenfaust gepiept. Und Todesblock ist verwirrt. Aber warte mal, wenn Heinzelmann reinkommt, dann... Oh, na. Komm schon. Todesblock, du darfst angreifen. Aber du musst nicht, du darfst. Warte mal. Du darfst und du musst. Dankeschön. Boah, geil. Fast zu Tode erschreckt, würde ich mal sagen. Geiler Typ. Komm schon. Bam, zu Tode gebissen, ey. Wie so ein Hund ist Todesblock hier. Hatte alles von Mad Dog. Ja, du wusstest es, dass ich dich kill. Und warte mal, ich bleib nicht bei dir in diesem Raum. Schon mal den Film Cube gesehen? Da gammeln die auch zu fünft oder sowas in einem scheiß Würfel drin und finden nicht mehr raus. Und das erinnert mich gerade daran. Und ich bleib bestimmt nicht mit dir hier drin. Okay, die habe ich gekillt. Jetzt werde ich langsam verrückt, weil jetzt habe ich, glaube ich, alle Trainer gekillt. Okay, die habe ich nicht gekillt. Du gegen mich. 1 gegen 1 oder was? Mixer, 3 gegen 6, aber Hardcore. Komm schon, Traumpsycho. Was wollte ich gerade machen? Irgendwas komischer Attacke oder so, gar keine Ahnung. Aquaknarre. So ein bisschen Tropfen auf so ein Gas drauf werfen. Wisst ihr, was ich meine? Superschall. Ja, ja, aber der darf mich verwirren, aber ich nicht, oder was? Unfair. Rechte für Ameisenbären. Ja, man, verwurzelt, so muss. Ja, aber der darf, gell? Der darf. You suck, weißt du was? You suck, Nebulak. Ohne Spaß. Scheiß Ghastly. Du bist scheiße. Komm schon, Dreamsack, greif an. Komm schon, guck mal, der hat nur noch so wenig KP. Und du, Mogli, bringst es einfach nicht auf die Reihe? Komm schon. Dankeschön. Leute, im nächsten Part kennen wir das andere von Pandora weiter.
Ich verabschiede mich mal hier. Bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute, und ciao!